Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Osterhenne. Diesmal geht es wieder um Jörg aus Drochtersen. Ja, und er hat ja, wie wir hier seitlich sehen, diese Probleme mit dem Alkoven. Er hat sein Wohnmobil schon wahnsinnig toll fertig gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch viel den ersten Teil gesehen. Dies ist ja sozusagen der zweite Teil, wo er sich um den Alkoven kümmert. Und wie man vielleicht auch dieses Alublech besorgen kann und Alufraß, das sehen wir auch, wie der Jörg damit umgeht. Des Weiteren mit den Stoßstangenhalter eine Möglichkeit, wie man so etwas auch reparieren kann, wie man sich eine Schablone anfertigt. Und wir sehen, wie er an dem Holm beim Rahmen auf der rechten Seite, also sprich auf der Beifahrerseite, wie er dort ein Blech einsetzt. Ja, das Ganze sehen wir in diesem Film. Jörg aus Drochtersen, wir gehen ins Detail, der Schremper, wie er ist dabei. Ne? So will ich meinen. So, auf geht's. Und ich drücke mal hier Start und wir sehen uns dann mitten im Film wieder. Los geht's. Euch eben wieder so ein bisschen auf den Stand zu bringen, gehen wir hier als erstes auf den Alkoven ein. Und hier sehen wir sehr schön, wie der Vorbesitzer des Wohnmobils hier Spanplatten eingesetzt hat. Und diese Spanplatten, die saugen das Wasser natürlich auf wie ein Schwamm. Also Spanplatte ist somit die schlechteste Möglichkeit, die man hier nehmen sollte. Für den Grund unten ist natürlich eine Siebdruckplatte sehr stabil. Und Siebdruckplatten, wie sie im Fahrzeugbau auch sonst eingesetzt werden, sind auch wasserresistent. Die nehmen das so schnell nicht auf. Damit werden oftmals Beplankungen gemacht von LKWs, von diesen LKWs mit Ladebordwänden, mit Laderampen hinten, wo dann der Hubwagen drauf hin und her geschoben wird. Das ist so ein Schichtholz, Sperrholz, hochverdichtet und mit Harz getränkt. Der Alkoven natürlich schon im desolaten Zustand und die Seitenwände, die sehen natürlich auch katastrophal aus. Die haben sich richtig vollgesogen mit Wasser. Auf diesem Bild sehen wir nochmal in das Fahrzeug hinein und auch hier die Wände, wie sie vollgesogen sind. Jetzt beim Herausgucken von innen, von der Aufbaukabine, gucken wir jetzt über das Dach hinweg und sehen auch nochmal links die Wandung. Ja, und das Folgebild ist das Dach noch, die Kante schon umgebürtelt, wo später die Siebdruckplatte draufkommt. Das hat der Jörg schon soweit vorbereitet und dann auch schon mal lackiert und die Kante auch umgebürtelt, weil diese Kante wird später an die Siebdruckplatte geschraubt. Also die Platte liegt da so U-förmig drauf. Ja, und gut, das sind jetzt die Vorarbeiten dazu und ich würde sagen, jetzt geht's mit dem Jörg weiter. So, Axel, das wäre der nächste Schremper. Wir haben gerade für meinen Kumpel auch noch eins geholt, aber das ist, glaube ich, eine Jahresbaustelle. Das ist ja ein Hammerteil. Der hat ja eine riesen Seitenscheibe. Das habe ich ganz selten gesehen bei dem alten. So eine Wahnsinnsscheibe. Ist ja enorm. Ja, da scheint etwas länger Arbeit drin zu stecken. Das Gute daran ist, die Stoßstange ist die, die ich suche. Die kommt bei mir ran. Moin, Axel. Ich habe ja jetzt so eine Stoßstange gekriegt, die ich immer haben wollte. Dann habe ich die Metallstoßstange wollte ich abbauen, die fiel mir gleich entgegen, weil haben nur noch die beiden Ecken, haben die festgehalten. Hast du irgendwo in eine Gruppe oder so, vielleicht, du hast auch meinen ausgestachelt, diese beiden Halter, die mit Stoßstange halten? Ich schicke dir mal die Bilder, das wäre nicht schlecht, wenn da irgendjemand diese Halter hat. Jörg, ich grüße dich. Ja, genau die Halter waren bei mir auch durch. Ich habe auch schon die von dem Spenderwagen genommen. Die waren wesentlich besser. Das ist eine typische Krankheit von den Kisten, dass diese Stoßstangenhalter total durchgegammelt sind. Also die sind schwierig zu kriegen. Vielleicht muss man die selber bauen. Schweißend. Moin Axel, Jörg hier. Ich schicke dir nochmal ein paar Bilder. Da habe ich heute wieder weitergemacht. Das erste ist, wo mein Hund drauf sitzt. Das ist ein Aluminiumhaut. Dann habe ich die Siebdruckplatte mit Kleber eingerieben. Dann habe ich das Blech da aufgetragen, mit Gewicht beschwert. Die anderen Bilder, das sind dann die Stoßstangenhalter. Da habe ich mir einen Hilfsrahmen gebaut, so dass ich dann die abgegammelten Teile da reingeschraubt, damit nachher die Maße nachher alles passt. Habe ich mir die originalen Halter von dem Wohnmobil, was wir geholt haben, das waren die Halter noch gut.
überhaupt nicht vergammelt. Da konnte ich mir den eben halt als Muster nehmen und habe mir aus Holz einen Hilfsrahmen gebaut, so dass sie nachher die Abstände alles passt. Ach ja, das letztere Bild, das sind die Überreste vom Halter, die am Wohnmobil am Querträger angeschraubt waren. Völlig vergammelt. Und dann, ja, dann werde ich die Platte einsetzen, die Seiten wieder einbauen und so weiter und so weiter. Und dann schicke ich dir noch mehr Bilder, damit du mal wieder was hast zum Sammeln. Das sieht doch schon klasse aus. Das entwickelt sich so langsam. Ja, so langsam. Aber jetzt haben wir halt bei uns Regen und Sturm. Muss ich aufhören. Und hier läuft es oben rüber. Das können die Dachrinnen gar nicht schaffen. Unglaublich. Was hier runterfällt. Jörg, echt super, was du da machst. Also du hast echt ganz schön fix. Du bist ganz schön fix dabei, muss man echt sagen. Also Respekt, du hast meinen vollsten Respekt im Moment. Echt klasse. Ja, es will ja auch fertig werden, ne? Ist das nur noch vorne jetzt zumachen, ausschäumen, von innen noch Platten vor, Dämmung rein, fertig. Guten Morgen, ja. Ja, sieht klasse aus. Echt super. Total spitze. Du bist echt fix dabei, weil ich weiß, was da an Arbeit drinsteckt. Denn es ist echt eine Menge. Es sieht am Ende alles so, ja, so leicht und fertig aus, aber es steckt eben echt auch viel Arbeit drin. Ganz klasse gemacht. Es kommt nur ein bisschen schöner, flauschiger Teppich rein, dann kann man schon wieder drin schlafen. Wie geht das denn dann zum Lackieren? Nächste Woche schon? Ich muss erst mal eben alles abschleifen und alles sauber und vorbereiten. Ich muss ja vorne im Alkoven dieses Blech noch vorkleben. Ja, und dann geht's los. Abschleifen und dann wird er lackiert. Weil das Blech ist ja vom Wohnwagen. Das habe ich ja abgeschnitten, weil vorne diese komische Blechplatte weg ist, damit das Loch weg ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich denn die Rundung auf Zug kriege. Dann habe ich mir die Garderobenhaken ans Holz geschraubt, Spanngurte ran und auf Spannung gezogen. Kleber ran und dann eben auf Druck gesetzt, bis der Kleber anzieht, dass ich den Rest abschneiden kann, damit die Abtropfkante da verschraubt werden kann. Und dann ist das fertig. Und dann nur noch, ja, wie gesagt, abschleifen. Dann geht's los mit Abschleifen, Schleifen, Schleifen. Moin Axel, Jörg hier aus Dorfkasten. Und zwar habe ich jetzt die Seitenbleche mir zugeschnitten, weil die Originalen, die haben Alufraß und das mal gar nicht so schlecht. Da habe ich mir nämlich die rausgenommen, weil hier siehst du voll ein Loch drinne. Kann man, ja, da kannst du ins Freie gucken. Und von hinten sehen die auch nicht mehr schön aus. Siehst du richtig hier das Weiße alles. Das ist alles, ja, beginnender Alufraß. Da wäre irgendwann komplett durchgegammelt. Da ist auch alles weggegammelt. Und die haben einfach die Löcher von außen mit so, weiß ich, Silikon dicht geschmiert oder so. Hauptsache, das muss zu sein, aber hat eh nichts gebracht. Das Holz ist ja vergammelt. Ist das Wasser reingelaufen. Und das auf beiden Seiten so. Hier kannst du auch durchgucken. Alufraß, hier auch schon die hellen Stellen, wo das richtig aufblüht. Da ist auch wieder ein Loch durch. Dann haben sie hier dicht geschmiert. Haben das hier alles dicht geschmiert. Vorne, das hier, das sieht aus wie Scheibenkleber. Als wenn das, ja, dicht halten solle. Hat alles nichts gebracht. Das Holz ist vergammelt. Also Wassereinbruch. Dann habe ich vorne diese Platte, die sie da reingenietet haben, die ist weg. Das hat mich gestört, sah nicht gut aus. Und das Blech, das ist von einem Wohnwagen, das Dach. Also wenn einer Bleche für so ein Wohnmobil braucht, einen alten Wohnwagen auf dem Schrottplatz suchen und die Bleche rausschneiden. Genau wie die Bleche, die ist ja schwer zu kriegen und teuer. Dann habe ich mir aus dem Wohnwagen eine komplette Seitenwand rausgeschnitten. Hier liegt man noch den Rest. Ordentliche Meter, das war ein großer Wohnwagen. Hab für die ganze Rolle, ich glaube, was hat er genommen? 5 Euro oder so. Und da kann man sich wunderbar diese Bleche rausschneiden, die man dann braucht für den Wohnwagen.
Für das Wohnmobil. So, Wohnwagen war sie raus. Ja, dann habe ich hier oben, wo die Schnittkante war, eine Kante gesetzt, damit das einen geraden Abschluss gibt. Ja, und wie ich das rumgebogen habe, das hast du ja schon gesehen mit den Spanngurten und so. Es war eine gute Technik, habe ich mir hier ein schönes Gerüst gebaut, damit ich da hoch kann, weil da ist ja ziemlich hoch, da oben zu arbeiten. Ja, und dann werde ich jetzt noch da die Bleche einsetzen und verkleben. Das kann ich ja vorher nicht machen, weil ich die Bleche brauchte. Und das werde ich heute machen. Und wenn das soweit fertig ist, dann schicke ich dir Bilder und dann auch vielleicht ein Video. Bis dann. Moin Axel. Ich schicke dir mal ein Bild. Da siehst du, wie die Bilder oben am Dach gerade bei, was die einfach nur mit irgendwelchen Kleberzeug die Luken dicht geschmiert haben, wie hoch und so, ne? Kann ich dir die Bilder schon zwei Stück, siehst du mal, was die da nur an Dichtmasse draufgeballert haben. Moin Jörg, Axel hier, ja. Ja, das sieht aus wie Bitumen oder sowas, ne? Das ist ja furchtbar, dieses Teerzeug. Also ich hasse das im Wohnmobilbau. Setzen immer wieder welche ein, dass die einfach Bitumen drunter setzen und dran setzen. Also ich halte von diesem Bitumenzeug nicht viel. Das ist irgendwie Teer und das dünstet aus und nachher hast du Geruchsentwicklung und all so ein Scheiß. Also ich persönlich halte da nicht viel von. Andere machen das wohl mit Bitumen, aber ja, halte ich nichts von. Ne? Aber sag mal, wer liegt da oben auf dem Dach? Ne? Die kenne ich doch, die da oben liegt und sich das da gut gehen lässt. Das ist ja toll. Ja, das ist meine Dackeldame Amy und die ist ja genauso wie Lasku, überall dabei sein, weißt ja. Sie saß immer unten und hat mich immer gebellt, bis ich sie hochgeholt habe, hat sich da hingelegt und gut war. Hauptsache ich war oben, konnte zugucken. Das ist doch super. Ja, das kenne ich von Lasku. Obwohl auf dem Dach, der ist noch zu windig, ist ja ein Windhund, ne? Ja, der Angst, dass er da noch runterweht, weil der springt manchmal echt wie blöd. Tschüpp, da springen wir nochmal rein. Ja, das mit dem Bitumen. Bitumen, wenn ihr so etwas drauf habt, Reste vom Bitumen, das kriegt ihr am besten mit normalem Benzin runter, Benzin von der Tanke. Damit kann man das so lösen, anlösen, weil Bitumen ist ja nichts anderes wie Teer und Teer ist ja wiederum auch aus Benzin, Rohöl. Das lässt sich damit lösen. Mit anderen Mitteln geht es fast nicht, ja, weil das also mit Terpentin oder mit Aceton, Terpentin weiß ich nicht genau, mit Nitro und sowas, das ist schwierig. Auch mit Wasser geht gar nicht, aber mit Benzin geht es. Ne? Und ja, wir halten da nicht so viel von, wie schon erwähnt. Ja, die Kleber, die der Jörg aus Drochtersen verwendet hat, das findet ihr auf unserer Amazon-Shop-Seite. Das ist ein Affiliate-Link, da könnt ihr draufklicken. Da haben wir auch diesen von Sudul mal verlinkt. Den auch viele nehmen als Ersatz zum Caravan-Kleber. Aber ja, da findet ihr auch noch viele andere Dinge. Und hier seht ihr mal eben ganz ratzfatz, wie ihr da hinkommt. Einfach hier unten den Link anklicken und dann werdet ihr schon zu der Shop-Seite von uns da weitergeleitet. Und da findet ihr alle Artikel, die wir hier irgendwie benutzt haben. Ja, jetzt geht es darum, er möchte den Wagen lackieren. Und da machen wir mal weiter mit der Lackierung. Es ist immer schwierig, den Farbton zu treffen und welchen Lack er dann nimmt. Und da kommt nochmal Pommesman ins Spiel. Ne? Los geht's. So, Axel, bin wieder gerade gelandet. War eben bei meinem Kumpel, hab Schweißgerät geholt, weil mein Draht ist alle gegangen. Muss ich eben los das Schweißgerät holen, damit ich das machen kann. Jetzt schicke ich dir mal eben das Bild, wo das Loch ist. Deswegen, der Windlauf für die Scheibenwischer, der ist nicht durchgerostet, komischerweise. Nur die eine Ecke da. Bin aber immer am Zweifeln, was für ein Farbton, ob ich da nun rein weiß oder was dazu mir, na sagen wir mal, vorgeschlagen, was für eine Farbe. Elfenbeinweiß, rein weiß, ich habe keinen Plan, was für ein Weiß das ist. Ich schicke dir mal eben den Code von Farbe. Ich habe jetzt cremeweiß bestellt. Das müsste eigentlich hinkommen, oder? Ja, ich glaube so cremeweiß, also dieses Taxiweiß, das passt auch. Ein bisschen heller als Taxiweiß, aber es ist ja so cremeweiß. Ne, das so in der Art müsste das sein. Wurde mir gerade eben zugeschickt, die Farbcodes. Ein bisschen durcheinander. Ja, und der Pommesman hat ja seinen Wohnwagen rot angestrichen mit der Rolle. Da hat er eine Farbe genommen. Da ist er extra drauf gekommen, weil das eine andere gemacht hat. Dann sagt er, da brauchst du keine Grundierung und nichts, kannst du nur die Farbe raufhauen und gut ist. Meinst du, sowas taugt was? Und Pommesman, der Wohnwagen,
Der sah nicht schlecht aus, den habe ich ja im Original gesehen, die waren ja mal bei uns. Also das war schön verlaufen, das konnte man nicht sehen, dass das mit der Rolle gemacht war. Das sah echt gut aus. Gut, mit der Rolle darfst du nicht so oft rüberbügeln, ne? Also ein paar Mal rüber und dann muss das ja in sich verlaufen, dann muss ja auch warm sein. Aber das sah nicht schlecht aus, was der gemacht hat. War nicht schlecht, muss ich sagen. Und den Wohnwagen, ja, komplett lackiert, zwei Komponenten lag. Das Ganze sehen wir bei euch auf dem Kanal. Ja. Hier sehen wir jetzt nochmal die Lackierung. Und ja, das ist ja wirklich mit zwei Komponenten Lack gemacht. Aber das seht ihr ja bei Pommes Man auf dem Kanal, wie er das gemacht hat. Und das ist wirklich gut geworden. Also das ist auch gut und dick drauf und auch stabil. Das sieht wirklich gut aus mit der Lack. Ja, er hat ja auch gesagt, wie die Farbe heißen soll. Da muss ich nochmal im Internet gucken. Ja, hier ist die Farbe bestellt. Mal schauen, wie die aussieht. Creme-Weiß wird wohl passen. Das Endresultat werden wir in ein paar Wochen sehen, wenn der Wagen fertig lackiert ist. Und ja, im Übrigen jetzt am Wochenende, an diesem Wochenende findet ja das historische Campingfahrzeugtreffen statt beim Falkensteinsee. Da wollen wir nochmal drauf hinweisen, hier oben, ne? So einen kleinen Hinweis darauf hin. Ja, und wir sagen, bis denn eine Osterhenne. Und ich hoffe, dass wir vielleicht, wenn es irgendwie alles klappt, jetzt haben wir Schiedwetter draußen, jetzt regnet es wieder. Aber wir hoffen, dass wir da natürlich auch ein bisschen von berichten, von dem Treffen der historischen Campingfahrzeuge vom Falkensteinsee. Und sagen, bis denn eine Osterhenne. Tschüssi und lasst es euch gut gehen. Und ich bin auch gerade mit meinem Mofa unterwegs, weil der Kleber muss jetzt anziehen, damit er weitermachen kann.